Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Und wir waren in der letzten Folge beim Friseur, haben uns einen Bart machen lassen und eine Glatze. Und ich habe mich hinreißen lassen, ein wenig von der Route zur Mission abzuweichen und bin dann hier auf den Muscle Beach gestoßen. Aber ich werde mich jetzt weiter um die Mission kümmern, bevor unser Lamar noch ungeduldig wird. Nah, you ain't sitting this one out, homie. I mean, sorry about that. Oh. Ja, und da wären wir auch schon. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Ich meine, wer hier wohnt, schön dicht am Strand, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich meine, die Gegend sieht jetzt leicht abgelebt aus. Oh. I think this crazy motherfucker wants some. Hey, what's up, homie? You alright? So viel Stunde oder was? Away from me! Cold, homie. Oh, stand fest, du Kollege. Be cool, nigga. Ja, musst du mich an? Musst du, oh. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Ja, romantisch hier. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Durchsuche die Garagen. Okay. Nur dann fangen wir doch mal mit der ersten an. It got to be this other one. If that wasn't it. Ist das? Das ist sogar eine schusssichere Weste. Na gut, dass ich mir vorhin keine gekauft habe. Geil. Hey, come on, come on, come on. Das ist sehr geil. My powers of deduction is telling me it's right there. Ooh. Dann kann's ja nur noch die sein. Be warned. Große Garage. Man, ain't this about a bitch. Da ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, SA. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Was macht der denn? Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Hat er sich überhaupt unter Kontrolle? Fuck, they must have heard some shit. So, jetzt müssen wir mit dem Handy spielen. Sorry. Find your bitch ass for cover. Who ain't making no friends out here, homie? Shit, on your left. Jetzt sind wir gleich wieder mitten in der Schießerei, obwohl wir ja noch gar nichts gemacht haben. Motherfuckers got us closed in here. Hey, get the cover over there by the truck. Motherfuckers on the scalp of the zombie. Shoot up that cannon. Okay. Der hält jetzt die Klappe. Ah. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Over there, they coming out that door. You get busters. Erwischt. Der will abhauen, wa? Erwischt. Sehr schön. Yeah, barely, homie. See, we gotta get the fuck away. Okay, gibt's nicht mal einen Roller zu holen. Man, we only came here for a bite. And that motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. Schnapp dir das Motorrad. Klasse. Ich hab's vorhin gesagt. Mit Lamar. Das artet immer aus. In der Schießerei, Blutbad. Man muss immer irgendwen töten, wenn man mit dem ist. Mit so einer tollen Sportkarre. Das müsste doch möglich sein. Auch wenn es Schwachsinn ist, mit dem Auto ein Motorrad zu verfolgen. That's a monster fucking bike you riding, stupid! Wo ist der hin?
motherfuckers getting away from us. Meine Lieblingsstelle. We need to shoot them off in life. A couple of scratches better than nothing. This punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. Hades action movie body count? Aber wir haben ja Franklins tolle Fähigkeit, die es uns ermöglicht. Ja! So genial. Oh shit, he's down! What the fuck? Take the bike and meet me at the car wash round away. Alright, drive safe. Steig auf das Motorrad. Das ist total verschmiert und hässlich. Wer sowas kauft, ist ja schon nicht ganz richtig. Da ist Franklins Fähigkeit doch echt ziemlich nützlich. Das hat uns jetzt, glaube ich, sehr viel Fahrerei erspart. Obwohl es GTA-typisch wäre, wenn der Typ auf dem Moped dann irgendwann mal stehen geblieben wäre und es dann zu einem Showdown gekommen wäre. Aber das... Ich bin da gar nicht so geduldig. Also ich suche dann schon immer irgendwie einen Weg. Ich bin da manchmal auch kreativ, das Ganze auch relativ kurz und knackig zu halten. Weil so übelst mega lang rumfahren, nur wegen so einem Drecks-Moped, wie in dem Fall, da hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Also ein echter Gangster fährt ja auch nicht einfach hinterher, ne? Weil ich ja auch ein echter Gangster bin. Weil ich in Mathe abgeschrieben habe und so. Kennt ihr den noch? Kennt ihr was war es denn? Half-Life? Half-Life war es nicht. Unreal Tournament war es, genau. Unreal Tournament, der Junge, der so ausrastet. Ich will Unreal Tournament spielen! Du Hurensohn! Der hat auch so ein Video gemacht. Du bist ein Psychopath. Du hast finally fucking lost it. Nigga. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. So. You fucking tell him, you fucking moron! Ist er jetzt für deine Diebereien auch noch lügen, oder was? Bestanden. Rückführung. Missionszeit war lang. Okay, ich habe mich hinreißen lassen. Kopfschüsse, 4 von 6. Neue Wege. Nein, Treffgenauigkeit 53%. Abschluss 50. Naja. Kann nicht alles gut machen, ne? Ah, wo war ich stehen geblieben? Ich war beim Angry German Kid stehen geblieben. Genau, der. Der hat auch so ein Video gemacht. Ich bin ein echter Gangster, denn ich habe in Mathe abgeschrieben. Und solche Geschichten. War auch ganz lustig, vor allem wenn er dann mit seinem Kommissar Rex Plüschtier in die Kamera schreit, was willst du tun? Nur mal so ein bisschen hier Fame, Name, Dropping. Machen wir gleich die nächste Mission. Wir haben nämlich jetzt ein Fragezeichen auf der Map. Und wir haben eine Nachricht bekommen, Handy raus. Namal. Stretch kommt raus, Alter. Stretch! Er hat seine Zeit abgesessen, wir melden uns, Mann! Okay. Der Stretch. Kennt Stretch. Was ich auch ganz toll finde, man sieht in-game auf seinem Smartphone, was er macht. Wo man sich befindet. Und man sieht auch, es ist eine Mail, er dreht auch das Handy und alles. Also Smartphone in dem Fall, entschuldigt. Aber echt schick, also. Diese kleinen Sachen, diese Details, auf die da geachtet wurde, echt krass. Einfach krass. Ich glaube, wir machen erstmal jetzt das Fragezeichen. Das könnte ja noch ein neuer Auftraggeber sein. Auf jeden Fall für die Story wichtig. Denn das S, das läuft uns nicht weg. Unser Simeon, der Ehrliche, der wird noch länger da sein. Was ist das? Das ist ja eine Schönheit. Naturbelassen. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. All right, man. Shit.
split everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Ja, komm, komm, Hasi Mausi, komm. Where your wheels at? Also, um es nicht zu krass zu sagen, sie sieht ein wenig abgelebt aus. Warte auf Tanya. Oh, shit, where we go? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Aha. Meine Augen lügen nicht. Mit meinen Augen muss irgendwas nicht stimmen, denn das, was ich sehe, let's go bring mir the cha-ching, homie. Ah, super. Abschlepptruck. Eine der berüchtigten Abschleppmissionen. So als Einnahmequelle für. What you waiting for? Get in there. Alles klar, Lady. Schon auf dem Wege. Warte auf Tonya. Abschleppwagen, Nutzfahrzeug. Nett. Nett. Moin, der gefällt mir echt. Toll aus. Vehicle 29, come in. This is dispatch. We got an abandoned car in San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We feel... Oh, hell. Sorry. We feeling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss. Yo, gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Na, schönen Dank auch. Ich fand das jetzt gerade schon nicht so angenehm, dass die meine Sitze verpestet hat von der geklauten Karre. Nun bietet die okay, mir dann auch noch. I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down and it should slide right in. Oh Gott. Nichts gegen Sex und so. Das macht ja selber echt extrem viel Spaß, aber doch nicht mit der. Boah. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lots. Hey, this was not how I saw my day going. Oh Mann. Naja. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Na gut. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Alright, Sugar, you can unhook it now. Der zieht mich doch jetzt nicht im Ernst da raus, oder? Damn, they got messed up. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Da, aus dem Auto direkt eine gewischt bekommen. Jetzt gibt's eine Schelle, Kollege. Ein gefallenem Schlepptau. Missionszeit 4:30. Abkoppelbonus 100%. Das gibt Gold. Zu Recht, vor allem da wir ja durch diesen unfreundlichen Typen in Violett, was ja scheinbar ein Ballers ist. Dafür gibt's auch nochmal ein, zwei. So. Wir sind ja nicht brutal, aber wir wollen unseren Standpunkt deutlich machen. Hatte ich
das Auto nicht vorhin andersrum eingeparkt? Ich bin mir da ziemlich sicher. Wie so ein Junge auf dem Fahrrad. Oder wie alte Leute am Auto. Auch nicht schlecht. Ja, Gott, nee. Also sowas als Freundin, ich weiß ja nicht, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Okay, das sieht nach einem alten Mercedes aus. Ja klar, das ist doch so ein ganz alter Mercedes. So, dann fährt Opa jetzt mal durch die Stadt. Das sieht aus. Das ist wirklich wie alte Leute am Steuer. Gertrud, sag mir, wann die nächste Abfahrt kommt. Ich will sie nicht verpassen. Naja, wir fahren jetzt mal direkt weiter zu Simeon und machen die nächste Mission. Können wir. Nicht aus. Premium Deluxe Motorsport. You're a racist. What? You don't like me because Masche. You think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse like me. That. Wait. That no, wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid, he is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, eh? So. Jurastudium? So, so. Financing? The financing, it seems like a shitty deal. Ah, because wieder seine alte Masche. Skin, you think I am a scammer. No, no, skin color's got nothing. Boah, so ein Schlitzohr. Wer bei so einem sein Auto kauft, letzten Endes, ist echt selber schuld. Dem gehören die Hammelbeine langgezogen. Also wer so blöd ist, echt. Navi sagt, ich soll links. Ich fahre einfach mal nach Navi. Ich fahre so oft und gucke gar nicht auf die Karte, was mein Navigationssystem sagt. Obwohl das, glaube ich, auch nicht immer die schnellste Variante ist. Vielleicht irre ich mich auch. Ich will mich bloß rausreden, dass ich zu doof bin, aufs Display zu gucken. Na du? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Super. Das, was ich befürchtet habe, Lamar klaut das Moped und wir kriegen die Schuld dafür in die Schuhe geschoben. Ich mag den Bengel einfach nicht, der ist so unsympathisch und verlogen. Egal, da kümmern wir uns später drum. Jetzt machen wir erstmal die Mission. Finde einen Weg ins Haus. Dann gehe ich doch direkt hier drüber, oder? Wenn hier schon dieses Symbol ist. Schalte den Gärtner aus. Drücke L, um den Schleichmodus zu wechseln. Das machen wir jetzt auch mal. Im Schleichmodus verursachst du bei der Bewegung weniger Geräusche. Gut. Ausschalten wollen wir den. Wenn du unbewaffnet bist, schleiche dich von hinten an einen Gegner an, während du LT gedrückt hältst. Drücke dann B, um ihn bewusstlos zu schlagen. Ah, der arme Mann. Ja, jetzt ist wenigstens Ruhe, ne, mit der Lärmbelästigung hier.
Kann er nicht sein. Es wird ein bisschen geschlichen. Auch schön mit dem Efeu, dass die Ratten ins Haus reinkriechen können. Verrostete Regenrinne. Ganz toll. Auch die Fassade so generell. Super ordentlich verputzt. Da könnte man was machen. Das Haus könnte ein bisschen Farbe vertragen. Und das Regenrohr könnte man auch mal anpinseln. Aber sonst echt schön. So. Sogar mit Pool. Ja, wenn wir schon dabei sind. In der Hitze tut das echt gut. Ist auch wunderbar, wie er jetzt komplett nass ist. Krass. Hat auch nasse Fußtapsen. Das müssen wir mal rausfinden. Leider nicht. Das wäre jetzt auch zu geil gewesen. So. Drücke X, um über das Auto auf das Dach zu klettern und dann das Fenster zu erreichen. Okay. It's just 'cause you have a massive gaper, bitch. Was geht los? Dad! He said I had a massive... Jimmy called me a bitch! Okay. He tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Vermeide es, die Bewohner zu alarmieren. Hol das Auto zurück. Tree. Netter Bildschirm. Das ist auch ein geiles Spiel. Gibt's das irgendwo? Schöne Anlage. Der Laptop steht ein bisschen weit weg. Also ich hab meinen hier neben mir. Die Bong steht da rum. Da sitzt er. Oh. Er möchte eine 12-Jährige. Das ist doch der Bengel von vorhin, ne? Aber nicht hässlich das Zimmer so. Ich mein, ziemlich zugebufft und alles. I still love him though, sort of. Well, the other day I walked in on him and he was jerking off over pictures of my friends. No, not you. The hot ones, Lauren and Lisa. No, I didn't mean it like that. You're beautiful. And interesting is just the, you know, guys don't, they just don't get you. Hello? Hello? Fuck. Whatever. Bitch. Toll, Mädchenfreundschaften, ne? Ganz toll, ganz toll. Sind hier noch? Na, wir müssen nach unten. Blaue Geräuschmarkierungen auf dem Radar zeigen dir an, wie laut du bist. Ich mache ja gerade keine. Das ist der Eingangsbereich. Thank you, Coach. Zimmer. Oh. Komm ich hier einfach durch, ja? You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Die Dame des Hauses. You're a great student. Now just loosen up those hips. Mit dem Tennislehrer. Like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Was war das denn da gerade? I think I'm getting it. Ist uns was um die Ohren geflogen hier irgendwo, ha? Huh? Ooh, okay, Amanda. Now just follow through. Ja, durchziehen. Great hips, you know that? Follow Katze. Through. Yeah, I could get used to this. Okay. Oh. Excellent. Yes. Now slide your hips slow and sit into it right here. No, right here. Yeah. Super. Und wo ist der Mann des Hauses? I can totally get used to this. Yeah. Me too. Ganz toll. Ganz toll. Dafür heiratet man, dass die Frau dann mit dem Tennislehrer und seinem Schläger arbeitet. Bring das Auto zum Autohaus. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich sehe euch wieder. Bis dann.